Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Ich bin auch wieder da aus dem Skiurlaub. Heute mit den drei Hauptgründen, warum es bei dir mit den Frauen nicht läuft, warum du keinen Erfolg mit Frauen hast. Einfach aus meiner Erfahrung, aus meiner langjährigen Erfahrung als Dating-Coach, als auch Flirter, als Kommunikator. In meiner Zusammenarbeit mit tausenden Männern habe ich festgestellt, was die Hauptgründe sind, die drei Hauptgründe, warum es nicht mit den Frauen läuft. Die will ich dir heute vorstellen und dir zeigen, was du dagegen tun kannst. Der erste Grund ist, und das trifft auf 90% der Männer zu und vielleicht nicht so sehr auf die Männer, die jetzt hier auch diesen Kanal gucken, aber vielleicht doch, die Tatsache, dass viele Männer, 90% der Männer mindestens, das Ganze als Zufallsspiel sehen oder denken, wenn ich nicht von automatisch gut mit Frauen bin, von Geburt an, dann kann ich das nicht lernen, so als wäre das eine Fähigkeit, die man entweder hat oder nicht hat. Und daraus folgt dann dieses, ich nenne es gerne, das Lottospiel mit dem Datingleben. Im Sinne von, ich kümmere mich einfach nicht drum, ich mache nichts und, naja, glaube dem alten Mythos, der sagt, hey, auf jeden Topf passt ein Deckel und ich werde schon die richtige finden. Auch wenn ich nichts dafür mache. Sie wird einfach irgendwann auf magische Art und Weise vor meiner Tür stehen. Und du kannst dir von jemandem gesagt sein lassen, der enorm viele Frauen angesprochen hat. Wenn du Frauen kennenlernen willst, dann musst du etwas dafür tun. Frauen kommen nicht von alleine, tun sie einfach nicht. Ja? Und selbst ich, der das wirklich auch drauf hatte, das jahrelang gemacht hat. Ich muss immer noch wirklich aktiv was dafür tun, damit mein Erfolg bei Frauen da ist und damit er auch bleibt. Also ich kann mich nicht auf die faule Haut legen und das kann jemand, der so komplett dieses Passive macht, erst recht nicht. Ja, also es spielt nicht dieses Glücksspiel mit deinem Liebesleben und denkt, das wird schon irgendwann, das regelt sich schon irgendwann. Das regelt sich nicht, wenn du dich nicht drum kümmerst. Und du solltest dich drum kümmern, denn du kannst es lernen, egal wie alt du bist, wie reich, wie gut aussehend. All das sind natürlich Faktoren und es hilft dir vielleicht, wenn du all diese Sachen hast. Aber das macht am Ende des Tages nicht den riesen Unterschied. Egal an welcher Position du gerade bist, du kannst das lernen. Wirst du irgendwann so gut werden wie ich? Vielleicht nicht, vielleicht schon. Wen interessiert das? Wichtig ist, dass du an einen Punkt kommst, der für dich passt, wo du sagst, hey, dieser Erfolg mit Frauen, den ich gerade habe, der passt für mich und ich bin überzeugt davon, jeder Mann kann an diesen Punkt kommen, wenn er nur daran arbeitet. Du auch und das ist einfach der größte Faktor überhaupt, dass die Männer erst gar nicht anfangen oder das komplett dem Zufall überlassen, sich nicht drum kümmern oder vielleicht, und das könnte auf dich zutreffen, einfach nur Videos gucken und denken, hey, indem ich schon Videos gucke zum Thema Flirten, ist schon einiges geschafft. Nein, du musst wirklich rausgehen, du musst loslegen, du musst an dir arbeiten und daran kommst du nicht vorbei. Ich kann dir gerne dabei helfen auf diesem Prozess. Du kannst gerne zu mir ins Coaching kommen oder du machst diesen Prozess alleine, dann dauert es meist länger und du machst mehr Fehler. Aber auch das ist in Ordnung, aber kümmere dich drum, denn du kannst es lernen. Erfolg bei Frauen hast und das ist bei ganz vielen Männern so und ich komme auch von diesem Punkt ursprünglich, ist, dass du denkst, du müsstest dich verstellen oder verändern, um den Frauen zu gefallen. Dass du denkst, irgendwas an deinem jetzigen Ich wäre nicht gut genug, um Erfolg mit Frauen zu haben. Und dann fangen ganz viele Männer, auch viele von diesen Nice-Guy-Männern an, sich für Frauen zu verstellen, so zu tun, als ob, cooler zu tun, als sie sind, erfolgreicher zu tun, als sie sind und oh ja, keine Schwächen zeigen, ja, nicht uncool wirken, sondern immer cool und entspannt sein. Also sie beginnen zu Schauspielern für die Frau und die Frau merkt das und merkt dann in diesem Moment, wie bedürftig du eigentlich bist und wie sehr du von den Meinungen anderer Leute abhängig bist, denn wenn du es nicht wärst, würdest du dich ja nicht verstellen. Und glaub mir, diese eine Sache, sich für Frauen zu verstellen, hat noch niemanden weit gebracht. Das klappt vielleicht auf ganz kurze Sicht, aber da musst du schon eine ziemlich dämliche Frau für haben, die darauf reinfällt und auf lange Sicht funktioniert das überhaupt nicht und du schadest vor allem dir persönlich am allermeisten, weil du irgendwann gar nicht mehr wirklich weißt, wer bist du überhaupt, wofür stehst du überhaupt und dann kommt es zu irgendwelchen Persönlichkeitsproblemen und du stehst einfach nicht fest im Leben, du stehst nicht fest als Mann da und das merkt die Frau und dann verliert sie natürlich die Anziehung für dich, wenn sie merkt, hey, dieser Mann, den ich gesehen habe am Anfang, das ist gar nicht der richtige Mann. Das war nur eine Fassade aus Angst, weil du vielleicht Angst hattest, du selbst zu sein. Das musst du aber nicht, denn mit der Kraft deiner selbst, um es mal so auszudrücken, kannst du die Frau ohne Probleme verführen. Jetzt möchte ich aber, dass du es nicht falsch verstehst. Meine Aussage ist nicht, sei einfach du selbst, mach nichts und häng einfach rum und so wie du bist, ist absolut cool. Ja und nein. Es ist cool, wenn du so bist, wie du bist. Nur die meisten Männer sind
sind nicht wie sie selbst. Also die meisten Männer verstellen sich unglaublich viel, verstecken gewisse Anteile von sich selbst, trauen sich vielleicht auch nicht, eine Frau gegenüber sexuell zu sein, wenn sie ihnen gefällt. Und all diese Sachen, das sind Sachen, an denen du tatsächlich arbeiten musst. Das sind Anteile, die du befreien musst. Diese Anteile brauchst du. Du brauchst die Kraft dieser Persönlichkeitsanteile, um wirklich Erfolg mit Frauen zu haben. Ja, also stell dich als Mann vor und ja, du bist relativ gut integriert, aber zum Beispiel, wenn es jetzt an das Sexuelle kommt, da hast du eine gewisse Scham oder du traust dich nicht oder du hast irgendwelche negativen Einstellungen gegenüber Sexualität. Ne? Und damit wirst du natürlich deinen Erfolg bei Frauen verringern. Und dann geht es für dich darum, in der Persönlichkeitsentwicklung diesen Anteil zu integrieren, also es hinzubekommen, dass du sagst, hey, ich bin in Ordnung mit deiner eigenen Sexualität oder mit meiner eigenen Sexualität. Und dann kannst du die volle Power deiner Sexualität nehmen und damit die Frauen ganz einfach für dich gewinnen. Das heißt, die Aussage ist nicht, sei einfach du selbst und so wie du jetzt bist, wirst du krasse Frauen bekommen. Denn wenn es so wäre, hättest du ja schon die krassen Frauen, die du ja nicht hast. Es gibt einfach gewisse Barrikaden, gewisse Grenzen, die du aufgebaut hast, um dein eigenes Ich, um dein wirkliches Ich, die abgebaut werden müssen. Ja, das ist der Prozess der Persönlichkeitsentwicklung. Ja, ein Freund von mir hat das mal ausgedrückt wie eine Mumie entwickeln. Ich entwickle die Mumie, eine Mumie auswickeln. Persönlichkeitsentwicklung heißt nicht, etwas dazu zu tun und so zu tun, als ob, sondern Persönlichkeitsentwicklung heißt, Dinge abzubauen und wirklich an deine wirkliche Persönlichkeit ranzukommen. Und mit der wirklichen Persönlichkeit kannst du dann durchschlagen, kannst du dann einen unglaublichen Erfolg bei Frauen haben. Ja, stell es dir so vor, wie als Kind, da hattest du noch keine großartigen Grenzen, da warst du einfach die meiste Zeit du selbst, hast dir um nicht viel Gedanken gemacht, hast einfach gemacht. Und mit der Zeit kommen dann verschiedene Konditionierungen dazu, verschiedene Verbote, Regeln, Normen. So macht es man das in der Gesellschaft, so muss man sein, so musst du das und das machen, das ist ein Mann, so und so ist das. Und all diese Sachen beschneiden deine wirkliche Persönlichkeit und es geht darum, diese Sachen wieder abzubauen und hinzukommen zum Kern, zu deiner wirklichen Persönlichkeit, damit du mit dieser Persönlichkeit dann ohne Probleme Erfolg mit Frauen haben kannst. Und der dritte größte Grund, warum du keinen Erfolg mit Frauen hast, ist, weil du dich einfach wirklich nicht praktisch genug drum kümmerst. Ich habe das vorhin schon mal beim ersten Punkt gesagt. Die meisten Männer sitzen hier, schauen die Videos, lesen Dinge. Und ich kenne das von mir vom Anfang. Am Anfang habe ich unglaublich viel gelesen und sehr wenig gemacht. Hatte aber trotzdem das Gefühl, irgendwie komme ich voran. Irgendwie verändert sich was. Und ja, es verändert sich auch was. Es verändert sich ein bisschen in deiner Einstellung hier oben im Kopf. Und das ist ganz wichtig. Aber du kannst deine Einstellung hier oben so viel verändern, wie du möchtest, wenn du nicht rausgehst in die richtige Welt und anfängst, da wirklich Frauen anzusprechen, Frauen kennenzulernen, dich in soziale Situationen zu begeben, dann wirst du diese Mindsets, diese neuen Einstellungen hier niemals festigen können. Denn es kann sein, dass du ganz viel liest, ganz viele Videos schaust und dann denkst, boah, jetzt bin ich wirklich, ich habe mich verändert, ich habe eine andere Einstellung bekommen, ich habe eine bessere Einstellung bekommen. Und dann gehst du raus und sprichst zum ersten Mal Frauen an und merkst, dass deine Einstellung überhaupt nicht gefestigt ist, sondern sie nur dann gefestigt ist, wenn du zu Hause alleine rumsitzt, aber sobald du dich in die Gegenwart von Frauen begibst, bröckelt das Ganze und du kriegst Probleme. Das heißt, wenn du anfängst mit diesem Thema Frauen ansprechen, Erfolg mit Frauen, dann mach auch wirklich was praktisch und lies nicht nur. Ja? Der Theorieanteil sollte höchstens mal 30% betragen und 70% sollte die Praxis sein, damit du einfach Erfahrung sammeln kannst. Dann kommen natürlich immer noch so Dinge wie innere Arbeit hinzu, Persönlichkeitsentwicklung. Das ist aber was anderes und gehört jetzt an dieser Stelle nicht hin, da reden wir noch mal wann anders gesondert drüber, aber tritt in Handlung, bleib nicht nur bei der Theorie, denn wenn du nur bei der Theorie bleibst, dann beschneidest du deine Entwicklungskurve ganz enorm, statt wenn du wirklich Praxis machst und enorm schnell Veränderungen feststellst. Ja, du wirst, wenn du nur Praxis machst, viel weiter kommen, als wenn du nur Theorie machst. Wenn du jetzt wirklich krass in die Praxis eintauchst, dann wirst du alles lernen, was du lernen musst. Dann wirst du mit deinen Themen konfrontiert, dann wirst du mit Dingen konfrontiert, mit denen du dich als Mann auseinandersetzen musst. Die Theorie kann das nicht für dich leisten, aber die Praxis wird es tun, die Praxis wird dich an deine Grenzen bringen und genau da musst du hin an deine Grenzen. Das waren die Top 3 Dinge, die dich davon abhalten, wirklich erfolgreich mit Frauen zu sein. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du noch für Videovorschläge hast. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich fürs Coaching bewerben. Wenn du wirklich dieses Jahr durchstarten willst, wenn du anfangen willst, wenn du Erfolg mit Frauen haben willst, mehr Frauen, mehr Sex, eine Freundin, mehrere Freundinnen, was auch immer es ist, was du willst, ich unterstütze dich auf diesem Weg. Unten kannst du dich bewerben. Unten rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle. Wenn dir das Video gefallen hat, schau unbedingt mal da vorbei, denn dieses Video habe ich speziell für dich ausgesucht. Wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.